Eine Menschenmenge. Was geht da vor? Der Elskata. Seid versichert, dass Charles nie ein Bündnis mit euch Nordleuten ehren wird. Ich hingegen stehe zu meinem Wort. Ha! Du bist nichts als ein getretener Hund, der unter meinem Tisch um Reste bettelt. Du wagst es? Halt! Ava, endlich können wir vernünftig reden. Was ist mit Richardis? Hast du Charles getroffen? Richardis lebt noch. Charles nicht. Und wenn der fränkische Adel mich als nächsten König akzeptiert, kannst du auf einen Freundschaftspakt zwischen uns zählen. Eivor, der Weise. Dann ist heute ein Tag zum Feiern. Skål! Sanitat! Dich kennenzulernen war bemerkenswert, Eivor. Du bist nicht weniger rätselhaft als die anderen Nordlinge, die ich traf. Hoffen wir, dass es noch mehr wie dich gibt. Ich muss jetzt gehen und den Thron übernehmen. Ich wünsche dir eine sichere Reise zurück nach Englerland. Deine größten Prüfungen liegen noch vor dir, Graf Odo. Ich hoffe, du hast die nötige Stärke. Das hoffe ich auch. Ist es denn weise, ihm zu vertrauen? Die Zukunft ist immer unklar. Niemand weiß, ob Odo seine Ziele überhaupt erreicht. Wie soll ich dann weitermachen? Das kann ich dir nicht sagen. Du bist jetzt die Anführerin deines Clans. Dein Instinkt wird seine Zukunft bestimmen. Ich habe viel zu verdauen. Bleibe deiner Ehre treu und bringe deinen Leuten Ruhm. Wenn du das tust, kannst du nicht scheitern. Ich gebe Bescheid, sollten die Franken wieder einen Hunger auf Englerland entwickeln. Was deine Beziehung zu Odo angeht, du könntest ihm das Land zurückgeben, das Charles Siegfried versprach. Nein, dieses Land ist ein Ausgleich für das Leid, das er verursacht hat. Odo hat noch Paris. Das muss reichen. Du klingst immer mehr wie eine Jarlskrona. Und jetzt muss ich an mein eigenes Volk denken, dem ich schon zu lange ferngeblieben bin. Ehe du gehst, nimm dies. Er gehörte meinem Vater Sinrik, dem zweitbesten Lehrer und Anführer, den ich je hatte. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, so gut zu führen wie du, Eivor. Solltest du je wieder Hunger auf fränkischen Käse haben, teile ich gerne mit dir. Leb wohl, Tuka. Ugh!
Eivor! Sind wir in Sicherheit? Es könnte viele Winter dauern, ehe Franken an der Küste Englands landen. Ich hörte, Paris sei gefallen. Das stimmt. Doch die Lage ist dorniger, als es scheint. Inwiefern? Ich habe den irren König Charles getötet. Odo, der Graf von Paris, will den Thron an sich reißen. Ist das gut für uns? Das wird sich zeigen. Aber Odo ist ein ehrbarer Mann und er muss sein Reich wieder aufbauen. Das klingt beruhigend. Außerdem ist Toka Sinriks Tochter eine treue Verbündete. Sie ist jung. Und sie lernt schnell. Sie wird uns kein Unrecht tun. Vielleicht müssen Sie von all den Gefahren nichts wissen. Wir kamen mit Beute, Ehre und fränkischem Essen zurück. Ich kann die Krieger bitten, ihre Erzählungen darauf zu beschränken. Sie erzählen doch alles und noch mehr. Ich fürchte auch. Neue Stärke erfüllt verwitterte Hallen. Nun kann ich ruhen. Seid versichert, dass Charles nie ein Bündnis mit euch Nordleuten ehren wird. Ich hingegen stehe zu meinem Wort. Ha! Du bist nichts als ein getretener Hund, der unter meinem Tisch um Reste bettelt. Du wagst es? Halt! Eivor! Endlich können wir vernünftig reden. Was ist mit Richardis? Hast du Charles getroffen? Richardis überlebte eine Feuerprobe. Die Flammen rührten sie nicht an. Und der König? Hast du meine Bitte erfüllt? Ich kämpfte gegen Charles. Doch er lebt noch. Du hast zwar nicht versprochen, die Bestie zu töten, und vielleicht war es töricht, dich darum zu bitten. Doch bitte sage mir, dass du sein Wort nicht über meines stellst. Richardis hatte ihre eigenen Vorstellungen von der Zukunft des Frankenlands. Und sie gefielen mir. Nach allem, was ich tat, um sie vor ihm zu schützen. Ihr Plan klang schlüssig und überzeugend. Sie wollte den König bändigen. Sie übt wahrhaftig eine gewisse Macht über ihn aus. Das ist der Plan für die langfristige Sicherheit deines Clans? Sie wird den kleinen Bernard zum nächsten König der Franken erziehen. Er ist doch ein Frischling! Du solltest froh sein, Odo. Charles ist fort. Er wird dich nicht mehr behelligen. Vielleicht. Aber ich werde nicht tatenlos zusehen, wie dieses Reich weiter auseinanderbricht. Wenigstens können wir auf Charles Bändigung trinken. Gehen wir! Wir haben viel zu erledigen!
Was glaubst du, was er tun wird? Odo wird Charles suchen und ihn, wenn möglich, töten. Aber Odos Wut könnte sein Untergang sein. Ich werde ihn noch lange von Piers überwachen lassen. Ein weiser Schritt. Kann Richardes Charles wirklich davon abhalten, wieder als König zu regieren? Darauf setze ich zumindest. Das Leben meines Clans hängt davon ab. Nicht allein davon. Du hast auch immer noch mich. Ich werde dich benachrichtigen, falls sich Charles aus der Grube schlängelt, in die Richardes ihn gesteckt hat. Was deine Beziehung zu Odo angeht, du könntest ihm das Land zurückgeben, das Charles Siegfried versprach. Nein, dieses Land ist ein Ausgleich für das Leid, das er verursacht hat. Odo hat noch Paris. Das muss reichen. Du klingst immer mehr wie eine Jarlskrona. Und jetzt muss ich an mein eigenes Volk denken, dem ich schon zu lange ferngeblieben bin. Ehe du gehst, nimm dies. Er gehörte meinem Vater Sinrik, dem zweitbesten Lehrer und Anführer, den ich je hatte. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, so gut zu führen wie du, Eivor. Solltest du je wieder Hunger auf fränkischen Käse haben, teile ich gerne mit dir. Leb wohl, Tuka. Eivor! Sind wir in Sicherheit? Es könnte viele Winter dauern, ehe Franken an der Küste Englands landen. Ich hörte, Paris sei gefallen. Das stimmt. Doch die Lage ist dorniger, als es scheint. Inwiefern? Die Königin, Richardes, glaubt, in Abgeschiedenheit könne sie den irren König bändigen. Sie haben sich an einen fernen Ort zurückgezogen. Aber Charles ist bekannt für sein stürmisches Gemüt. Kann diese Königin ihn zähmen? Richardes schöpft aus einem tiefen Brunnen des Mutes. Und sie hat mehr Einfluss auf Charles als jeder andere. Das klingt beruhigend. Außerdem ist Toka Sinriks Tochter eine treue Verbündete. Sie ist jung. Und sie lernt schnell. Sie wird uns kein Unrecht tun. Vielleicht müssen Sie von all den Gefahren nichts wissen. Wir kamen mit Beute, Ehre und fränkischem Essen zurück. Ich kann die Krieger bitten, ihre Erzählungen darauf zu beschränken. Sie erzählen doch alles und noch mehr. Ich fürchte auch. Neue Stärke erfüllt verwitterte Hallen. Nun kann ich ruhen.